Mein Name ist Philipp Reinhardt, ich bin 27 Jahre alt und habe gerade meinen Debütroman veröffentlicht. Der gebürtige Freiburger steht gerade am Anfang seiner jungen Autorenkarriere. Dass er so früh seinen Roman Katerstimmung veröffentlichen sollte, hätte er selber nicht gedacht. Dem Studium sei Dank, eine Abwechslung musste her. Anstelle seiner Magisterarbeit setzte er sich an die ersten Seiten. Als ich einen Monat oder so am Schreiben war, 100 Seiten hatte irgendwann, da habe ich dann wirklich gesagt, gut, jetzt muss ich es durchziehen. Und dann habe ich auch erst angefangen, den anderen Leuten davon zu erzählen, dass ich da wirklich am Schreiben bin, wenn ich die ganze Zeit eingeschlossen in meinem Zimmer sitze, weil die sich schon teilweise Sorgen gemacht haben, meine Mitbewohner. Und dann wurde es quasi offiziell verkündet. In Katerstimmung steckt Nachrichtenredakteur Max in einer Zwickmühle. Er reist nach Spanien, um dort seine große Liebe wiederzufinden. Doch die berufliche Verpflichtung ruft. Kurzerhand erfindet er Nachrichten, um länger im Land bleiben zu können. Philipp hat schon immer gerne geschrieben, doch eigentlich wollte er einmal Fernsehmoderator werden. Als er länger im Ausland studierte, ist er jedoch auf den Geschmack gekommen. Autor selbst wollte ich nicht wirklich werden, aber ich habe dann, als ich in Spanien im Auslandssemester war, von dort aus schon immer, statt irgendwie so Rund-E-Mails zu schreiben, so eine Art Glosse verfasst, alle zwei Monate, die ich so an meine Leute geschrieben habe. Und das, die positive Resonanz darauf war so ein bisschen für mich auch der Auslöser, dass ich gedacht habe, okay, ich glaube, ich kann ganz gut so unterhaltend schreiben. Philipp studierte in Köln Theater, Film und Fernsehen. Seit einem Jahr wohnt er in Berlin. Zum Durchatmen geht er am liebsten in den Park, trifft Freunde auf einen Kaffee oder nutzt die Natur zum Kreativdenken und Konzepte schreiben. Sein Alltag sieht immer ganz unterschiedlich aus. So wie heute. Philipp ist auf dem Weg nach Hamburg. Seine erste Lesung steht an. Noch weiß er nicht, wie viele Leute kommen werden und was ihn erwartet. Philipp macht sich seine Gedanken. Gut wäre, wenn der Laden entweder komplett voll wäre oder wenn der Laden komplett leer wäre und wirklich nur so ganz zwei, drei vereinzelte Leute da sitzen, weil es dann schon wieder so peinlich ist, dass es witzig ist. Doof wäre eigentlich so ein halbvoller Laden, wo irgendwie so jeder zweite Platz belegt ist. Das wäre für die Stimmung her wahrscheinlich irgendwie am wenigsten cool. Aber auf jede Extremsituation würde ich mich auf jeden Fall freuen. In Hamburg angekommen, trifft Philipp seine Lektorin vom Rowohlt Verlag. Vor 1,5 Jahren hielt sie sein Skript als erstes in den Händen und erinnert sich noch gut, was so besonders an seinem Text war. Man bekommt wahnsinnig viel zu lesen, es schwankt immer, aber manchmal sind es irgendwie 3 Manuskripte pro Tag, manchmal sind es auch 10, es ist immer ganz unterschiedlich, aber bei Philipp hat mir einfach gefallen, wie er schreibt. Und da fand ich, war so viel Sprachwitz und auch genaue Beobachtungsgabe und irgendwie die Figuren waren klasse gezeichnet. Das stach wirklich aus dieser Menge sehr herkömmlicher Texte heraus, irgendwie, wo man das Gefühl hat, das ist doch oft, wiederholt es sich und da fand ich, hat er was ganz Eigenes, was ganz Originelles. Langsam füllt sich das Restaurant, in dem die Lesung stattfindet. Philipp liest einige Passagen aus dem Buch vor, die Lieblingsstellen seiner Leser. Auf einem Plakat am Rednerpult entdecke ich den Titel der heutigen Veranstaltung. Bilderwelten, Weltenbilder. Boah, da haben sich die alten Akademiker mal wieder auf dem Wortspielplatz ausgetobt. Es gehört zu den wenigen Erinnerungen, die ich aus meiner Studienzeit noch habe. Bei den BWLern darf eine Vorlesung gerne Bilanzierung heißen, bei den Juristen Strafrecht. Aber hältst du als Geisteswissenschaftler etwas auf dich, dann gibt deine Veranstaltung einen mysteriösen Titel. Spalte Wörter, drehe sie um, stelle Fragen. Nenne deine Vorlesung nie westliche Jugendkultur im 20. Jahrhundert. Abstrahiere, nenne sie Kulturfragen. Besser noch, Kulturfragen. Kulturfragen? Es ist schön, dass es ein Forum gibt, wo junge Menschen vorstellen können, was sie schaffen. Das finde ich großartig. Ja, ich habe mich besonders wiedergefunden, als er den Geisteswissenschaftler angesprochen hat, mit Kampf der Kulturen oder Kulturkampf. Ich habe selber Geschichte studiert und das war mein i-Tüpfelchen heute. Ja. Ich muss dazu sagen, dass ich Philipp kenne und halt weiß, wie lustig er ist. Und er war früher mal, hat ja in Spanien eine Zeit lang studiert und hat dann immer so eine Gruppen-E-Mails an all seine Freunde verschickt und auch dort hat er schon die Szenen beschrieben, wie er sich halt in die Spanischlehrerin verliebt hat so ein bisschen und genau das hat er alles, also da konnte man schon sein Talent erkennen, dass er halt gut schreiben kann. Insofern bin ich nicht überrascht, dass er es so gut kann. Einen Tag später sitzt Philipp an seinem zweiten Job. Mit einem Team entwickelt er Apps für Smartphones. Seine Jobs, ein Gegensatz, den er schätzt. Beim Schreiben ist es schon so, dass es, glaube ich, eine der wenigen Sachen ist, wo wirklich der Anteil der kreativen Arbeit sicherlich bei
90% ist, weil alles andere, also selbst sich Smartphone-Spiele auszudenken, wo man erstmal denkt, das ist ja auch was super Kreatives, selbst da, wenn man irgendwie mal Gründer ist, kommen dann so viele andere Aufgaben noch auf einen zu, die dann irgendwie immer weiter in diesen administrativen Bereich gehen. Deswegen ist es ganz gut, dass ich so beide Sachen habe. Momentan schreibt Philipp bereits an seinem zweiten Buch. Auch wenn er am Anfang seiner Karriere steht und noch nicht weiß, wo sein Weg enden wird, weiß er, was er will. So ein fester Job, wo immer klar ist, an jedem Tag fange ich zur gleichen Zeit an und höre zur gleichen Zeit auf, wäre für mich wirklich der Horror. Also ich brauche so ein bisschen diese, ich arbeite dann lieber mal 15 Stunden, aber dafür weiß ich irgendwie, wenn ich mittags 2 Stunden frei machen will, habe ich da frei und dafür arbeite ich dann nachts oder so. Solange jeder Tag anders ist, bin ich glücklich.